Moin moin ihr Lieben, ich bin hier gerade auf der LHP Farm und ich habe hier was ganz Neues entdeckt und das wollte ich euch zeigen. Ihr seht das mit phlhp-farm kommt ihr hierher und das ist auf CB16, eine meiner Lieblingsfarmen. Und wir haben hier, wenn wir uns umschauen, eine ganze Menge zu bieten. Also hier sind so Creeper ohne Ende, die man killen kann, da sind Lohn und so weiter. Ihr kennt das noch im alten Video, ich habe da ja schon einen Community Farm Besitzer dazu gemacht. Aber es gibt jetzt hier was Neues. Und zwar, wenn man am Casino vorbeiläuft, dann ist hier eine Wand aufgegangen. Hier war vorher zu. Und hier hinten gibt es die Klickfabrik. Und es ist so, das ist hier ein Spielautomat ohne Einsatz. Deswegen sehe ich den auch als okay an. Keine Abzocke, keine sonstige Art von Betrug oder sonstiges, sondern einfach, ihr geht hier rein, hinter euch schließt sich die Wand und ihr könnt dann hier über die Knöpfe. So, mal gucken, ob ich einen erwische. Ah, ich drücke mal kurz F1. So, könnt dann hier über die Knöpfe da oben Items rausputzen lassen und zack, sind sie nach unten gefallen. Okay, wie genau das funktioniert, das steht alles hier und draußen an der Wand. Und wenn ihr dann genug Items hier links reingebracht habt, alles, was ihr da oben raustroppt, das macht ihr hier entweder mit einem oder da mit mehreren Items, könnt ihr dann hier mit dem Knopf nach links rüberspülen. Wenn ihr aber zu schnell, zu oft oder die falsche Reihenfolge klickt, dann fallen die Items einfach nach unten durch und verschwinden. Und hier lädt sich der Balken auf. Wenn der ganz rechts angekommen ist und hier die Lampe blinkt, fallen hier aus der Decke Coins, LHP-Coins. Und was ihr damit anfangen könnt, ja, die Jungs von LHP haben hier so eine ganze Menge neue Halloween-Karten gebaut. Ja, Thema Horror, Thema Halloween, ja, den kennen wir hier, ganz netter Kollege. Oder da unten, der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Die kommen mir alle mehr oder weniger bekannt vor. Ja, jeder, der mal so einen oder anderen Horrorfilm gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Und diese Karten bekommt ihr eben mit den Coins, die ihr hier oder auch an anderen Automaten auf der LHP-Farm gewinnen könnt. Und die könnt ihr dann eintauschen. Und ich habe mal hier 8 Coins vorbereitet. Und spring mal hier rein. Die habe ich mir schon erspielt. Dann lege ich die hier rein. Achte darauf, dass der Item Remover nicht da ist. Und dann kriegen wir eine zufällig ausgewählte Karte aus diesem Automaten. Und ich bin mal ganz gespannt, welche wir jetzt bekommen. So, das Ding springt an. Die Uhr läuft durch. Und gleich droppt eine Sammelkarte. Das vorhin nämlich schon mal getestet für euch. Okay, die habe ich jetzt doppelt. Und wer diese Sammelkarte haben will, der schreibt einfach kurz in die Kommentare Hashtag Sammelkarte. Und seinen Ingame-Namen und sein CB dazu. Und schaut doch mal auf der LHP-Farm vorbei. Und guckt mal, ob ihr euch diese Karten vielleicht holen wollt. Ich lege mal die zweiten 8 da rein. Schauen wir mal, was passiert. Ob ich nochmal die gleiche kriege oder ob ich diesmal eine andere erwische. So, es dauert immer einen kleinen Moment, bis die Maschine startet. Und es ist ein anderer Automat. Es ist aber dieselbe Karte. Okay, ich habe jetzt dreimal die gleiche Karte bekommen. Das heißt, 2 von euch können gewinnen. Eine Sammelkarte hebe ich für mich auf. 2 von euch können gewinnen. Einfach Hashtag Sammelkarte, euren Ingame-Namen und euren CB in den Kommentaren verewigen. Und dann lose ich das in meinem nächsten Livestream aus. Nämlich kommenden Montagabend um 21.15 Uhr. Und also aus den Kommentaren auslosen im Livestream. Und ich werde dort auch noch mal kurz auf das Thema hier eingehen im Stream. Und vielleicht mit euch gemeinsam mal hier reinschauen. Ja, das war's eigentlich schon. Also schaut vorbei, LHP Farm, oder schaut auf die Homepage lhp-farm.de und unterstützt die Jungs noch ein bisschen. Die haben sich viel Mühe gemacht und verschenken diese Karten quasi. So, ich passe doch gut da rein in die Reihe der Gruselkarten. Also, dann war's das auch schon. Bis dann, euer Rouge. Viel Spaß beim Sammeln der Karten, kostenlos und frei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.